Okay, wunderbar. Danke. Ja, erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ihr mögt an dem Bild erkennen, das ist die Erweiterung, von der der Frank eben sprach, was DACH angeht. Ich bin zwar aus Deutschland, aber zwischenzeitlich mehr oder minder in Kenia ansässig. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person, nachdem sich alle im Chat vorgestellt haben. Ich bin freiberuflicher Systemberater. Arbeite mit WordPress seit Version 2. Irgendwas. Also habe zu meinem Erstaunen festgestellt, dass die 10 Jahre da auch schon lange durch sind irgendwie. Ich bin als WordPress-Contributor aktiv, für WordPress TV unter anderem auch. Es gibt bei mir zwei Firmen im Portfolio. Das eine ist die kenianische, die Webentwicklungen macht für WordPress, und die andere, die deutsche, kümmert sich um technisch-administrative Betreuung von WordPress-Seiten. Und da kommen wir jetzt im Laufe des Abends vielleicht noch zu, es gibt auch noch was Drittes, was da gerade ante portas steht und was sozusagen der rote Faden ist und der Aufhänger, weshalb ich das Thema hier überhaupt eingeworfen habe. Ihr findet mich im Netz auf Twitter unter SDKJJ, oder wenn ihr mir E-Mail schreiben wollt, stefan@digitalbridge.de ist das, was ganz zuverlässig ankommt. Ja, mal ganz allgemein, international Handel und Wandel, wieso, weshalb, warum? Zum einen natürlich, ich habe die Chance, meinen Absatzmarkt zu erweitern. Es ist sogar auch noch relativ einfach, dadurch, dass Internet als globales Medium mir da die Reichweite liefert und auch die Marketinginstrumente mir liefert über die diversen Social-Media-Plattformen, die ich da zusätzlich noch mit anflanschen kann. Ich kann eben auch ein ganz gezieltes Klientel in bestimmten Ländern und Regionen bedienen. Also den Verkauf von Luxusgütern in den Nahen Osten oder an, naja, gerade nicht so gerne gesehen, irgendwelche russischen Oligarchen. Und was das Ganze natürlich besonders interessant macht, ist dann, wenn es um virtuelle Güter geht, also Dienstleistungen, Downloads, Geschichten, die ich nicht in die Post packen muss oder auf den Containerbahnhof bringen muss oder sonstige Geschichten, wo ich keinen Stress mit Zoll und mit Handling und mit weiß der Kuckuck was nicht alles habe. Und auch meine Geschichte geht heute Abend im Wesentlichen um genau diese Sachen. Ich bin allerdings auch ein bisschen im Thema drin, wenn es darum geht, internationalen Versand zu organisieren, weil ich jetzt gerade auch noch einen anderen Shop für einen Kunden hochgezogen habe, wo es genau darum ging. Die Dame macht Kunstwerke, ist Künstlerin, verkauft diese Kunst auch weltweit, und da müssen die Dinge dann halt eben auch mal in die Post, in die Spedition oder sonst irgendwie und müssen nach Australien oder Kanada. Fangen wir mal mit der Steuer an. Disclaimer, wie üblich am Anfang, wenn es um Steuer und Juristereien geht: Ich bin kein Steuerberater oder Rechtsanwalt. Das erfüllt nicht den Tatbestand der Steuer- oder Rechtsberatung, sondern das sind ganz allgemeine Hinweise. Wenn ihr konkrete Sachen wissen wollt, glaubt wissen zu müssen, um die Sachen für euch selber zu sortieren, bitte engagiert einen Steuerberater, bitte engagiert einen Rechtsanwalt. Ich bin da raus. So, ganz allgemein. Regelsteuersätze bei uns im Inland kennt jeder, 19% Mehrwertsteuer und die Ausnahme 7% mit den Ausnahmen von den Ausnahmen und diesem Tohuwabohu, den wir da haben. Gruselig. Also dieses Rabbit Hole werde ich jetzt nicht runtersteigen, zu sagen, was passt dann wo. Und es ist ja auch nicht unser Thema, wenn wir international arbeiten. Was wir uns viel mehr angucken, ist zum einen das EU-Ausland. Da gibt es im Bereich B2C, also an den Endkunden, seit dem 1.7.21 die sogenannte Fernverkaufsregelung. Das heißt, die Mehrwertsteuer wird im jeweiligen Zielland fällig, wenn der Gesamtnettoumsatz EU-weit des Shops bei kleiner 10.000 Euro pro Jahr liegt. So, das ist sozusagen schon fast die erste Hürde zu sagen: Ja, keine Ahnung. Was mache ich denn an Umsatz EU-weit? Und was mache ich dann anschließend hinterher? Oder da kann ich als potenzielle Lösung Germanized empfehlen. Germanized hat ein kleines Zusatz-Plugin, das nennt sich One-Stop-Shop-Limit, und läuft sozusagen im Hintergrund mit und protokolliert, was wird ins EU-Ausland abgesetzt
Und wann reiße ich die Zehntausender-Hürde? Und wann muss ich mir halt eben Gedanken machen, dass diese Fernverkaufsregelung für mich greift? Und dann gibt es eben dieses One-Stop-Shop-Verfahren, um diese Dinge zu vereinfachen. Das Einzige, was ich dann brauche dafür, ist eine Umsatzsteuer-ID. So. Bis zu den 10.000 ist es simpel. Da wird ganz normal in Deutschland versteuert. Erst danach muss ich mir Gedanken machen, dass ich im Zielland die Steuer abzuführen habe. Und da, wie gesagt, gibt es dann halt eben die Möglichkeit zu sagen, ich nehme an diesem One-Stop-Shop-Verfahren teil, um mir die Geschichte da zu vereinfachen. Das ist eigentlich nichts anderes, als dass da, es gibt da so ein Sammelbecken, wo das Geld drin eingezahlt wird. Und dann kümmert sich die Steuerbehörde um die Verteilung in die entsprechenden Zielländer. Damit habe ich es einfacher und muss nicht eine Steueranmeldung in, weiß ich nicht, in Estland und in Griechenland und in Spanien und in Portugal oder sonst wo machen. Wie gesagt, das ist nur der Bereich B2C. B2B ist es einfach, weil dann habe ich das Ganze dank Umsatzsteuer-ID steuerfrei. Dann ist es ein ganz normaler Auslandsumsatz. Die Umsatzsteuer wird direkt abgezogen, Thema erledigt, alles gut. Das Thema, vielleicht um da vielleicht mal ganz kurz drauf zurückzukommen, beim One-Stop-Shop, die Vereinfachung ist deswegen auch sehr hilfreich, weil ich ja EU-weit unterschiedliche Steuersätze habe. Das heißt, ich habe zum Beispiel Luxemburg 17%, das ist so der niedrigste, Ungarn 27% ist der höchste. Vielleicht nochmal für den Hinterkopf das auch betrachten, wenn es darum geht, Preisangaben im Shop zu finden. Ihr wisst, nach Preisangabenverordnung in Deutschland seid ihr verpflichtet, Bruttopreise anzugeben, inklusive Steuer. Das heißt, da gibt es also schon mal eine Differenz in der Mehrwertsteuer von etwa 10%, die ihr irgendwie mitbedenken solltet. Was die Preisangabenverordnung nicht sagt, welche Mehrwertsteuer ihr eingeben solltet oder welche Steuer das umfasst. Es spräche also nichts dagegen, wenn ihr sagt, naja, ich kalkuliere einfach mal die 27% auf meinen Netto obendrauf, dann habe ich Ungarn mit abgedeckt und wenn der Luxemburger bestellt, dann habe ich so 10% extra gemacht. Das ist zulässig, das ist okay. Ihr müsst nur einen Bruttopreis angeben. Wie der zustande kommt, ist euer Thema. Wenn ihr sagt, ich verkaufe aber mehr nach Luxemburg, ich komme mit 17 auch klar, und dann bestellt einer aus Ungarn, dann macht er halt einen Verlust an der Stelle. Ja, also einfach mal da nochmal drüber nachdenken. Und dann hätten wir als letztes, nachdem wir EU abgedeckt haben, natürlich auch alles, was ist nicht EU. Und da ist es auch relativ einfach. Das ist alles generell von der Umsatzsteuer befreit. Siehe Paragraph 4, Nummer 1, Umsatz 4a, 1, nein, Paragraph 4, 1a Umsatzsteuergesetz. Es gibt keine Umsatzsteuer, alles ist gut. Ihr verkauft zum Nettowert. So, das wäre das. Okay, vielleicht noch eines. Es gibt noch ein paar Gegenstände, die ihr verkaufen könnt. Die haben noch ein paar Ausnahmeregelungen. Da solltet ihr euch nochmal getrennt drüber schlau machen, wenn es um die Umsatzsteuer in der EU geht. Das ist alles, was differenzbesteuert ist. Das sind alles Kunst, Antiquitäten, Sammlungsgegenstände, gebrauchte Gegenstände, Fahrzeuge. Da seht ihr die Differenzbesteuerung oft genug. Bei mobile.de ist angegeben, wir sind differenzbesteuert oder so irgendwas. Da wird eben nicht vom Warenwert gerechnet, sondern von dem, was der Verkäufer als Gewinn, als Differenz sozusagen oben aufschlägt. Da wird dann die Steuer drauf erhoben. Dafür gibt es nochmal ein paar Ausnahmeregelungen. Wie gesagt, wenn ihr von dieser Nummer betroffen seid, weil ihr mit Antiquitäten oder sowas handelt, dann habt ihr einen Steuerberater, der euch das genauer erklärt. So, wie gesagt, Non-EU, einfach, steuerfrei, Thema durch. Kommen wir zum Thema Sprache oder die Extrameile, habe ich es mal genannt. Die Wohlfühlfaktoren, die beim Kaufen so wichtig sind. Das Thema Sicherheit und Geborgenheit bedienen. Das ist jetzt sozusagen so ein kleiner Sidestep in die Verkaufspsychologie.
da solche Instinkte beim Kunden mitzubedienen und den zum Kauf zu animieren, das ist eigentlich das, wo ich dann von rein technischen Dingen wie einer SSL-Verschlüsselung und dem Rechtsrahmen, in dem ich mich da bewege, den ich kennen und auch anwenden können sollte, eben auch sowas wie eine ganz verbindliche Kundenansprache, eine kulturgerechte, sag ich jetzt einfach mal. Und das fängt halt eben mit Sprache an. So. Und als nächstes halt eben auch, dass ich einem Kunden erprobte und bekannte Zahlungs- und Lieferformen anbiete. Also, wenn der weiß, was PayPal ist, ist alles gut. Wenn der weiß, wie Kreditkarte funktioniert, alles prima. Wenn der Chinese sagt, ich kenne aber nur Alipay, dann wäre es halt hilfreich, das in meinem Shop entsprechend auch drin zu haben. Oder wenn ich in irgendwelche exotischen Länder verkaufe, wie nehmen wir jetzt Kenia meinetwegen, da läuft 90% über M-Pesa ab, was Zahlungsverkehr angeht. Dann sollte ich, wenn ich diesen Markt ordentlich bedienen will und den als Zielmarkt identifiziert habe, eben auch ein entsprechendes Zahlungsmodul für M-Pesa mit angebunden haben. Und das Gleiche gilt eben auch für Versandformen. Schön, dass wir DHL kennen, aber das ist halt leider nicht die Welt. Es gibt auch noch ein paar andere Versanddienstleister. So, und wie gesagt, Sprache ist da ein sehr elementares Thema. Und damit sind wir eigentlich, könnten wir einen extra Talk draus machen, wenn es den nicht eh schon gegeben hat, Bernd, das weiß ich nicht. Was gibt es für multilinguale Lösungen für WooCommerce? Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? WPML beispielsweise. Bravo, Punkt. Ja. Treffer. Translate Press, vCloud, Polylang, Multilingual Press 3 und weiß der Kuckuck, was es noch alles gibt. Einfache Regel: WooCommerce ist WordPress und was immer WordPress multilingual macht, macht auch WooCommerce multilingual. Mehr oder weniger gut, sage ich auch immer gleich dazu. Woo ist ja eigentlich auch nur ein Sack voll von Custom Post Types und Taxonomien und Custom Fields und entsprechend lässt sich das dann halt eben auch alles übersetzen. Und ich habe also zuletzt jetzt mit Polylang sehr viel gearbeitet, auch mit der Anbindung an Lingotech, habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, sage ich mal vorsichtig. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Also diese automatisierten Übersetzungsservices können einem helfen, sind aber nur ein erster Schritt in die Richtung. Da muss es weitergehen anschließend. Insbesondere dann, wenn es zum Beispiel an Varianten dran geht, habe ich fürchterlich Schiffbruch erlitten, weil der zwar alles übersetzt, aber die Varianten nicht. Und wenn dann die Varianten übersetzt werden sollen, dann werden die auf einmal gedoppelt und gedreifacht irgendwie, je nach Anzahl der Sprachen hinten drin. Es hatte zum Teil dann schon groteske Züge angenommen. Also die Übersetzungsservices sind mit Vorsicht zu genießen an der Stelle. Ein Sonderfall sollte ich vielleicht erwähnen bei Multilingual Press 3. Multilingual Press 3 ist der einzige von den drei von den genannten Übersetzungsplugins, der auf einer Multisite aufbaut. Das heißt, ich habe pro Sprache eine eigene Site. Eine für Deutsch, eine für Englisch, eine für Französisch, eine für weiß der Kuckuck, was immer ich an Sprachen habe. Und wenn ich physikalische Güter verkaufe, dann muss ich darauf achten, dass mein Lagerbestand natürlich vereinheitlicht ist. Das heißt, da gibt es von Impsight, dem Hersteller von Multilingual Press 3, ein Zusatzplugin, das heißt Central Stock for Woo. Das heißt, damit kann ich dann die Lagerbestände auch über mehrere Sites hinweg abgleichen. Wichtig, weil ansonsten bestellt einer was im englischen Shop und der Lagerbestand im deutschen wird nicht korrigiert. Das kann dann irgendwann unangenehm werden, wenn da Zeugs zum Verkauf ansteht, was gar nicht mehr da ist. So, und dann haben wir zum Schluss, nachdem wir die Steuern und die Sprachen erledigt haben, noch die Valuten, sprich die Fremdwährungen. Wichtig an der Stelle als erstes die Basiswährung festlegen. Klingt trivial, aber erstmal muss ich mich darauf verständigen, was ist denn, wie ist denn mein Shop ausgezeichnet? In Euro, in Dollar, in keine Ahnung, in welchem Land ich bin. Ja, das habe ich. Und ausgehend von da werden dann eben die entsprechenden Kurse regelmäßig aktualisiert über zusätzliche Plugins und Preise für andere Fremdwährungen berechnet.
WooCommerce Payments als solche bildet 135 plus Währungen ab, beschränkt allerdings die Verfügbarkeit des Stores auf ganze 18 Länder. Ist kostenlos, wenn die 18 Länder, in die ihr verkaufen wollt, damit drin sind, also alles prima. Was dann die 135 Währungen da drin machen, ist dann ein anderes Thema. Es gibt darüber hinaus auch noch sowas wie Multi-Currency Switcher oder WooCommerce Multi-Currency. Das sind alles kostenpflichtige Plugins. Ich werde nachher in meiner Lösung eins zeigen. Das heißt Cursy, WooCommerce Multi-Currency. War so das Billigste, was ich finden konnte. Ich gebe es ja zu. $32. Grundsätzlich, wenn es um die Kursaktualisierung geht, regelmäßig, also ich sag mal so, mindestens im Wochenrhythmus würde ich da vorschlagen. Und ihr solltet gerade dann, wenn ihr mit irgendwelchen hochvolatilen Währungen arbeitet, wo also Spannbreiten drin sind, die schnell mal hoch und runter gehen, solltet ihr auch entsprechende Aufschläge reinpacken. Prozentual zeige ich euch, wie es gemacht wird, um da so Gebühren, die auch gegebenenfalls anfallen können. Ihr kennt es von der Kreditkarte. Danke für den Auslandseinsatz. Hier unten sind nochmal 3% extra auf das, was du eingekauft hast. Und die Kursrisiken, die sich halt da eben mit verbinden, dass die irgendwie mit abgedeckt werden. Also nicht spitz die Kurse nehmen, sondern immer noch so einen Sicherheitsaufschlag reinpacken und auch gegebenenfalls Rundungen mit einbauen, um da irgendwelche kleinteiligen Änderungen, die sich aus einem Kurswechsel ergeben könnten, abzufangen. Ansonsten schaut es zum einen blöd aus, wenn ihr einen Preis habt, der, weiß ich nicht, also ich nehme jetzt mal die kenianischen Schillinge, die haben einen Kurs, der schwankt im Moment zwischen 1 Euro zum kenianischen, gibt 117 zu 120, 122 Schilling, je nachdem, wie es gerade hin und her geht. Und wenn ich dann, das sind immer ganze Zahlen dann dadurch, ja, also ich sage jetzt mal, ein Zehner sind dann entweder 1170 Schilling oder 1222 Schilling. Und es schaut beides blöd aus. Eigentlich will ich so entweder bei 1200 oder 1250 rauskommen. Also auch mit Rundungen arbeiten am Ende. Weil der Kurs ist natürlich nicht genau 117, sondern 117, irgendwas, drei Nachkommastellen hinten dran. Und dann kommt da hinten entsprechend dann 171,89 Schilling raus und der Kenianer fragt sich, wie kriege ich jetzt die 89 hin? Die gibt es nämlich bei mir gar nicht. Die habe ich nicht mal im Hosensäckel, weil ein Schilling halt die kleinste Einheit ist. So, was gegebenenfalls noch passieren kann, ist, wenn ihr Währungen mit sehr großen Stückelungen habt, dass ihr vielleicht ein Formatierungsproblem auf eurer Seite kriegen könnt. Bitte auch nicht vergessen. Also ich nehme mal den iranischen Real, weil da gerade im Iran auch gerade was geboten ist. 1 Euro sind ungefähr 42.000 Real. Heißt, wenn ihr jetzt irgendwas verkauft, was, ich sag jetzt mal, 10.000 Euro wert ist, darf man ja durchaus in einem Online-Shop anbieten, dann hängt ihr halt nochmal 4 Nullen an die 42.000 hinten dran und dann habt ihr 4 Millionen irgendwas hinten dran. Ja? Und da muss euer Feld das auf der Webseite, muss das halt hergeben. Oder ihr habt ein Problem. Eine andere Alternative würde ich natürlich auch nicht unbetrachtet lassen. Das Einfachste ist natürlich, ihr habt nur die Basiswährung und die wird fakturiert, Ende der Durchsage. Und das Währungsrisiko und die Gebühren liegen beim Kunden. Das kennt ihr alle. Wenn ihr irgendwo Software in den USA kauft, dann heißt es $99. Und auf der Kreditkartenabrechnung steht die Umrechnung in Euro und dann kommen noch ein paar Gebühren obendrauf für den Auslandseinsatz und das Thema ist erledigt. Kann man machen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ihr lagert es halt einfach aus. Ihr müsstet halt dabei bedenken, dass gerade dass ihr dann den Leuten zumutet, sozusagen umzurechnen für sich selber, was heißt denn das für mich, wenn ich da jetzt kaufe? Welche Kosten sind es denn tatsächlich, die mir da anfallen? Eine andere Variante, da schicke ich ein großes Dankeschön an meinen Coworking-Kollegen Ralf Wichers in den Norden. Der hat mal eine Seite gebaut, wo die Fremdwährung zwar anhand von Kursen ermittelt wird, aber nur als ungefährer Preis informativ angezeigt wird. Das heißt, die Fakturierung findet nach wie vor in der Basiswährung in
Euro oder Dollar oder sonst was statt. Und unten drunter steht dann halt so und so viel, keine Ahnung, argentinische Pesos. Rein informativ. Der Kunde kriegt eine ungefähre Idee, was auf ihn zukommt an Kaufpreis, aber er zahlt in meiner Basiswährung. Und das hat er dann eben so weit ausgebaut, dass er 4, 5 verschiedene Fremdwährungen in einem Switcher drin hatte und nur der jeweils gültige, der ausgewählt worden ist, ist angezeigt worden und der Rest ist per CSS weggeblendet worden. Eine wirklich schicke Lösung, finde ich eine coole Idee, weil damit habe ich sozusagen das Beste aus zwei Welten da rein kombiniert. Ich habe eine stabile Basiswährung, auf der meine Faktorierung läuft, muss mich um Kursänderungen eigentlich nicht wirklich scheren, aber ich gebe dem Kunden eine grundsätzliche Information. So, das ist soweit der theoretische Teil. Und bevor ich euch jetzt zeige, wie das im Hinterzimmer aussieht, könnten wir also auch durchaus gerne mal ein paar Fragen durchnehmen, wenn es gewünscht ist. Jo, haben wir ein paar Fragen, dann macht eure Mikrofone an, denn ich habe alle Mikrofone ausgeknipst, wenn ihr neu jetzt hier in die Session rein seid. Ich hätte eine Frage zu dem Germanizer. Hast du am Anfang gesagt, dass es für das OSS da ein Zusatzmodul gibt. Ist das Teil von der Pro-Version oder ist das noch ein separates Modul? Das ist Teil der Pro-Version. Gut, dann habe ich es. Ja, es ist da drin. Du findest unter den Einstellungen irgendwo den Schalter, den du setzen kannst. Es ist bei den Steuern in den Einstellungen von Germanized. Da kannst du einen Haken setzen. Entweder ich nehme am One-Stop-Shop-Verfahren teil oder ich weiß es noch nicht, aber überwach's mal bitte für mich. Das ist wahrscheinlich die bessere Einstellung, ne? Ja. Wenn du tatsächlich nicht weißt, ob du da tatsächlich diese 10.000er-Grenze reißt mit deinen Umsätzen, einfach mal den Haken setzen, durchlaufen lassen und am Ende des Jahres sehen, was passiert und dann in der Steuererklärung passend einsetzen. Manchmal rutschen wir auch ein paar Consumer dazwischen, obwohl man eigentlich wie adressiert. Ja. Darf ich eine Frage stellen? Oder? Ja, bitte. Mich hat irritiert, also ich habe einen Endpreis, sagen wir mal 10 Euro mit der Mehrwertsteuergeschichte. Also dein Beispiel Ungarn und Luxemburg. Luxemburg-Regel. Ja. Habe ich das richtig verstanden, dass man die höchste Steuer angeben kann, in dem Preis aufschattelt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist also. Grundsätzlich, wenn du im Business-to-Consumer-Bereich bist, dann bist du verpflichtet, nach Preisangabenverordnung in Deutschland einen Bruttopreis auszuweisen. So. Was die Preisangabenverordnung nicht sagt, ist, wie dein Bruttopreis zustande kommt, welche Steuer du da drauf rechnest. Normalerweise würde man davon ausgehen, das sind die 19%, die wir hier als Mehrwertsteuer haben. Und das ist in den meisten Fällen ja halt eben auch so. Wenn du aber jetzt international verkaufst, dann hindert dich keiner zu sagen, ich nehme deine 10 Euro, nehme sie jetzt als Nettopreis. Das heißt, normalerweise, wenn du sie in einen deutschen Shop einstellst, würdest du für 11,90 Euro verkaufen. Dann hast du deine 19% obendrauf geschlagen. Thema ist erledigt. Ja? So, wenn du jetzt für 11,90 Euro verkauft hast, dann kommt in deiner Steuererklärung 1,90 für Vater Staat und 10 Euro für dich. Das ist auch nach wie vor so. Wenn du jetzt aus den 10 Euro dank Ungarn 12,70 Euro machst, dann werden auch von da aus die 19% wieder runtergerechnet. Ja? Stimmt. Aber was denkt der Kunde, der Luxemburger? Der weiß es nicht. Der weiß ja nicht, dass dein Netto 10 Euro ist. Ja, wenn er eine Rechnung haben will, ja. Dann steht auf der Rechnung... Nö, da steht der Bruttopreis drauf. Ich schreibe meine Rechnung immer mit deutscher Mehrwertsteuer, also aus unter 10.000 schreibe ich immer deutsche Mehrwertsteuer drauf. Das kommt jetzt halt eben drauf an. Die deutsche Mehrwertsteuer schreibst du dann drauf, wenn du unter den 10.000 bleibst. Ansonsten ist der, gegeben. Und damit ist das Thema ja eigentlich durch. Okay. Der Luxemburger kriegt erst dann Wind davon, wenn du mehr als 10.000 machst und damit die Steuer in Luxemburg abführen musst, 17%. Und dann kriegt das auch nicht mit eigentlich, sondern nur die Steuerverwaltung. Okay. Der Endkunde merkt es nicht.
Okay. Danke, danke. Bitte. Ich habe eine kurze Frage. Bitte. Diese 10.000 Euro, es ist nur für ein Land oder insgesamt? Nein, EU-weit. Und wo soll ich denn Steuer zahlen dann, wenn es EU-weit? In dem jeweiligen Land. Das heißt, dann werden die 10.000 auseinandergefieselt in die jeweiligen Länder. Und da hilft dir eben dieses One-Stop-Shop-Verfahren, weil da zahlst du eben nur an eine Stelle und sagst, hier, das war's und jetzt kümmert euch, dass es verteilt wird. Du musst also dann an der Stelle, in dem Moment, wo du an diesem Verfahren teilnimmst, nicht mehr einzeln in jedes Land gehen, in das du verkauft hast und dort eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das wäre tatsächlich der Fall, wenn du an dem One-Stop-Shop-Verfahren nicht teilnähmest. Okay, danke. Jetzt hat sich daraus tatsächlich noch eine Frage ergeben. Vielleicht habe ich das nämlich falsch verstanden. Würde denn Deutschland dann dazu zählen bei den 10.000? Nein, alles außer Nein. Deutschland. Ne? Richtig. Genau. Ganz okay, genau. Dann habe ich es doch richtig verstanden. Jetzt war nur kurz unsicher. Mhm. Danke. Nein, das macht ja sonst keinen Sinn. Also der EU-Umsatz natürlich innergemeinschaftlicher Erwerb, wie das so schön heißt. Okay, danke. Okay. So, dann gucken wir uns das mal in der Praxis an. Fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Was es jetzt, und damit sind wir bei der Nummer 3, demnächst hier in Diani geben wird, ist ein Coworking. Und dieses Coworking, das bietet halt die üblichen Geschichten. Ihr könnt euren Schreibtisch buchen, euren Konferenzraum, das Urlaubszimmer dazu. Und das gibt es halt eben in Euro, in kenianischen Schilling, in US-Dollar. Und das könnt ihr in Deutsch und in Englisch irgendwo euch angucken. Das Thema, was ich dafür gefunden habe, ist zum Beispiel, oder was das Ganze halt komfortabel macht. In dem Moment, wo wir auf der englischen Seite sind, seid ihr auf der coastworking.com. In dem Moment, wo wir auf der deutschen Seite arbeiten, hat das Ding eine DE-Domain. Und es springt auch automatisch auf Euro um an der Stelle. Hier springt es jetzt nicht auf Dollar um, weil ich gerade in Kenia sitze und deswegen die kenianischen Schilling angezogen werden. Wenn ihr die COM aufmacht, solltet ihr automatisch die US-Dollar sehen, weil das über Länder geregelt wird. Wir gucken uns das Ganze mal im Backend an. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Ach so, vielleicht um es gerade noch abzuschließen. In dem Moment, wo wir jetzt hier, ich sage jetzt einfach mal, auf US-Dollar umsteigen und da mal ein paar Sachen in den Warenkorb reinwerfen, dann können wir da jetzt einen kompletten Monat vom 17. ausbuchen. Wir brauchen eins. Und dann haben wir das entsprechend hier bei uns im Warenkorb drin. Können ja vielleicht noch ein bisschen was dazu buchen. Unseren Konferenzraum. Den brauchen wir für 2 Zeiteinheiten à 3 Stunden. Am 20. und fangen um 8 Uhr an mit 7 Leutels. Weil dann kostet einer extra. So, das haben wir jetzt. Und wenn es dann jetzt ans Bezahlen geht, dann haben wir jetzt, weil wir mit Dollar zahlen, PayPal oder Kreditkarte als Zahlungsmethode zur Verfügung. Wenn ich das Gleiche jetzt als Kenianer machen wollte und würde mir das Ganze jetzt in kenianische Schilling umrechnen lassen, dann habe ich da auf einmal 20.550 kenianische Schilling. Und weil hier kein Mensch eine Kreditkarte hat und die wenigsten ein PayPal-Konto, gibt es jetzt auf einmal M-Pesa als Zahlungsmodalität. Also auch das kann ich über verschiedene Währungen steuern, welche Zahlungsmodalitäten ich jeweils damit verknüpfe. So.
Das Ganze, wie gesagt, gucken wir uns jetzt nochmal an, wie sich das im Backend darstellt. Also, vielleicht ganz normal als erstes zu den Produkten. Die sind, das seht ihr, mit der Basiswährung 5 Euro angelegt. Dadurch, dass ich mit Polylang arbeite, ihr seht, hier werden alle Sprachen angezeigt, gibt es jeden Artikel sozusagen doppelt, einmal in Deutsch, einmal in Englisch. Hätte ich weitere Sprachen, würden die auch nochmal als zusätzliche da drin auftauchen. Ich muss entsprechend auch die Taxonomien mit übersetzen, damit die Zuordnung stimmt. Wenn ich das einmal festgelegt habe, dann werden aber so grundlegende Dinge, wie zum Beispiel das Featured Image, wird automatisch mit übernommen. Würde ich das jetzt ändern, das Featured Image, würde das in allen Sprachversionen auf einen Schlag geändert. Da brauche ich mir keinen großen Kopf mehr machen. Ihr seht hier hinten, da gibt es die Anbindung an den Lingotech-Service. Für einfache Produkte funktioniert es gut, da kann man es machen. Wichtig ist, dass man da vorher ein paar Voreinstellungen trifft, können wir uns gleich angucken. Bleiben wir vielleicht für einen Augenblick nochmal einmal bei den Währungen. Ich habe es schon gesagt, ich habe es mit Multicurrency aufgearbeitet. Cursey heißt es korrekt, Cursey Multicurrency. Und zum einen habe ich hier auf Cookies verzichtet, damit wir mit der DSGVO ohne den Schwierigkeiten geraten, beziehungsweise ich mir einen Cookie-Banner oder einen Einwilligungsbanner sparen kann, weil so kann ich es auch noch, es setzt ein paar Cookies trotz allem, welche Sprache habe ich ausgewählt, welche Währung habe ich ausgewählt, daran anknüpfend eben, das kriege ich noch unter technisch notwendig verkauft. Dafür brauche ich jetzt keine Zustimmung. So, und dann kann ich mir hier eben ausgehend von der Basiswährung Euro die entsprechenden Exchange Rates reinnehmen lassen. Kann dann jeweils in dem Fall hier 2% Aufschlag dazu nehmen, einfach als Handling Fee zu sagen, wenn ich dir schon den Luxus einräume, dass du bei mir eben auch in Schilling oder in Dollar statt Euro zahlen kannst, dann bitte verstehe, dass das für mich einen Aufwand bedeutet. Da muss ich irgendwie so ein kleines Goodie obendrauf haben. Ich kann festlegen, die Anzahl der Nachkommastellen. Wie gesagt, kenianische Schillinge, weil in Tausender Einheiten, das ist, da gibt es keine Stückelungen mehr. Da gibt es Nachkommastelle 0, 2. Ihr seht, ich führe hier auch schon ein paar mit. Wenn es irgendwann mal an eine Ausweitung kommt, kann ich eben auch sofort die Pfund Sterling und den südafrikanischen Rand oder den australischen Dollar und den japanischen Yen, einfach indem ich die hier von unsichtbar auf sichtbar setze und habe die dann sofort in meinem Auswahlmenü mit drin. Ich habe da noch nicht die Sprachen dazu, sondern nur die Währung, okay? So, das ist der erste Teil. Diese Raten, diese Exchange Rates, die werden, machen wir erstmal den einfachen Teil, hier über Update, die werden im wöchentlichen Rhythmus aktualisiert. Das kann ich mir einstellen. Ich könnte das auch kürzer machen. Es gibt verschiedene APIs, über die ich mir das ziehen kann. Ich habe Trendsverweis deswegen genommen, weil meine Zahlungen auch über Trendsverweis laufen und die halt immer mit einem ordentlichen Mittelkurs arbeiten, also nicht mit oben, unten, Kauf, Verkauf, sondern mit einem Mittelkurs agieren, was dann eigentlich ganz geschmeidig ist. Ich kann es auf die Nachkommastellen beschränken. Das wird dann wichtig, wenn es jetzt zum Beispiel beim Preisformat um Rundungen geht. Also hier habe ich zum Beispiel bei den großen Schilling und japanische Yen von 50 bis 99 auf 00 aufrunden. Von 00 bis 49 auf 50 aufrunden. Das heißt, ich habe an der Stelle immer 1250 oder 1300, also immer gerade Zahlen an der Stelle und nicht 1147, sondern 1150. Das gleiche mit Nachkommastellen 05, 099 für die kleineren US-Dollar, Pfund und sowas, dass auch da immer ganze oder halbe 50 Cent oder ganze Dollar rauskommen eben.
Das macht es einfach ein bisschen ordentlicher in der Ansicht. Und ich muss mir da nicht mit irgendwelchem Kleinkram mich auseinandersetzen. Was ihr eben vielleicht schon mal kurz habt aufblitzen sehen und was ich angesprochen habe, wenn der Besucher aus Kenia kommt, kriegt er automatisch kenianische Schillinge präsentiert. Wenn er aus einem Land kommt, das mit Euro umgeht, dann hätte ich eigentlich einen Preisquiz draus machen können. Welche Länder verwenden denn Euro? Oder wo macht Euro denn tatsächlich Sinn? Ich warne davor, hier unten gibt es Get Country by Currency. Es ist ein Bruchteil dessen, was an Euro-Ländern hier eingespült wird. Wenn ihr mal durchguckt, es sind die ganzen französischen Überseegebiete zum Beispiel, die nicht berücksichtigt werden, wenn er diesen Automatismus wählt. Alles, was am CAF-Front dranhängt, ist eigentlich Euroland, wenn man es genau nimmt. Also Elfenbeinküste, eigentlich die komplette westafrikanische Küste außer Ghana und Nigeria hängt früher am französischen Front und eben neuerdings am Euro mit dran. Dann macht es natürlich Sinn, auch die europäischen Länder mit reinzunehmen, die eigentlich kein Euro haben, aber durch ihre geografische Nähe zumindest eher eine Affinität zum Euro als zum Dollar haben. Und es ist ja auch nur ein Vorschlag, wenn einer sagt, naja, ich weiß in der Ukraine jetzt gerade nichts mit Euro anzufangen, ich nehme dann doch lieber Dollar, dann kann er sich das ja umstellen, spricht ja nichts dagegen. Aber so steuere ich sozusagen schon mal für alle, die da reinkommen, über die Länderbezeichnung, über die Browserkennung, welche Sachen da präsentiert werden. Und wie gesagt, das hier war für mich auch ein Augenöffner. Es gibt da eine schöne Grafik auf Wikipedia, wo denn der Euro tatsächlich überall offizielles Zahlungsmittel ist. Und es ist weit mehr als die paar Euro-Länder, die wir haben. Empfehle ich sehr, sich da mal so eine Erdkundestunde zu geben. Macht Spaß. So, und dann gibt es eben auch die Anbindung an den Polylang Language Switcher, wo ich dann halt eben sagen kann, wenn einer sich die Sprache Englisch einstellt, dann präsentieren wir auch bitte gleich noch die US-Dollar. Oder wenn einer auf Deutsch wechselt, dann macht es Sinn, dass du eben auch noch Euro anzeigst. Das kann ich also auch miteinander verquicken an der Stelle. So. Thema Sprache. Da sind wir jetzt, wie gesagt, im Thema Polylang. Zwei Sprachen definiert. Es gibt da so ein, hier unten gibt es so ein Wizard, mit dem das einzurichten ist. Welche Sprachen will ich denn bedienen? Welche ist meine primäre Sprache, von der ich ausgehe? Das ist für mich natürlich Deutsch. Ne, hier habe ich es als Englisch sogar eingestellt. Okay. Und ausgehend davon wird dann sozusagen die Übersetzung angefordert. Das, was ich mir in Englisch runterschreibe, übersetzt er mir dann anschließend in Deutsch. Vor allen Dingen dann, wenn ich auch noch hier mit Translation den Lingotech anbinde, wo ich nochmal separat reinsteigen muss, nicht vergessen, ist die Übersetzung von Zeichenketten, sprich all die Dinge, die dann sozusagen einerseits im Backend passieren oder hier bei mir auch im Astra, im Theme, da kann ich eben auch Strings anlegen oder auch Links, oh, da hat er zum Beispiel schon mal wieder durcheinander gemacht. Das muss natürlich My Account heißen. Im Englischen. So. Das sind halt eben solche Geschichten. Oder hier zum Beispiel, was im Futter drin steht. Das sind alles so Sachen. Oder im WordPress. So Dinge wie unterschiedliche Daten- und Zeitformaten, die ich da gegebenenfalls auch einstellen könnte. Ja. Das wäre es erstmal so von meiner Seite, was wir da alles reingefummelt haben. Und wenn ihr weitere Fragen habt, konkrete Fragen zu dem Thema, immer her damit. Also mich interessieren diese Übersetzungsprogramme, WPE,
PMLU, jetzt Polylang. Ich habe mal gehört, dass Datenbanken unheimlich aufgeblasen werden, dass es verlangsamt wird bei WPMLU, aber das ist schon Jahre her. Kannst du dazu was sagen? Ja, das ist tatsächlich so. Also WPML schreibt die Sachen serialisiert in den entsprechenden Post-Type mit rein. Das heißt, du hast also in deinem entsprechenden Post zum Produkt, ist ja auch nur ein Post-Beitrag, hast du eben eine deutsche und eine englische und weiß der Kuckuck was nicht, alles damit drin. Und das kann natürlich dann schon sehr groß werden. Bei dem hier, ich müsste jetzt echt nachgucken, wie es da Polylang macht. Lass mal gerade überlegen. Ich würde sagen, Custom Post-Types. Ich mache mal einfach, ich lasse das mal stehen und mache mir mal im Hinterkopf ganz schnell das Thema Datenbank auf, dann wissen wir es nämlich. Ich muss nur gerade die richtige Datenbank dafür identifizieren, wo ich das liegen habe. Aber es ist eine gute Frage, ja. Es wurde doch ausgewiesen als separate Position vorhin in der Liste der Produkte. Da müsste es doch eigentlich auch separate Posts sein. Eigentlich müssten es separate Posts sein. Das wäre auch meine Erwartung, in der Tat. Aber das ist tatsächlich so, dass es innerhalb des Posts gespeichert wird. Weil ich habe das bei einem Kunden jetzt gemacht mit dem WPML. Und da kann man ja auch Currency direkt auch in dem WPML schalten. Da braucht man keinen separaten Currency-Switcher mehr. Und das wird aber wirklich alles innerhalb des einen Posts dann gespeichert. Und dann habe ich auf jeden Fall immer diese Lagerbestände auch synchron. Da ist nämlich jetzt bei Polylang für mich die Frage, ob der dann auch die Lagerbestände synchron hält. Weil die Grunddaten immer dasselbe sind am Produkt. Das heißt, der ist immer das Basisprodukt. Richtig. Das ist sauber an der Stelle. Das funktioniert. Wo sind wir denn? Da habe ich es. PHP MyAdmin. Und da gucken wir jetzt mal in die Posts. Feature. Das sind die Seiten. Da haben wir es. Also, ja, das sind tatsächlich einzelne Posts, die ich da habe. Das heißt, es werden auch je nach Sprache nur die Sachen aus der Datenbank geladen, die für die Sprache zuständig sind. Sollte also ein bisschen geschmeidiger sein als das WPML an der Stelle. Hallo Robert. Danke. Ja, Custom Post Type ist da die einfachste Form. Noch gibt es Phase 4 nicht. Phase 4 von wem jetzt? WPML. Die Gutenberg. Von Multilingual. Die Gutenberg Roadmap. Und zwar gibt es 4 Phasen. Da empfehle ich euch die letzte State of the World von Matt Mallenweg. Also macht er einmal im Jahr. Und da gibt es quasi die 4 Phasen vom Blog Editor und von Gutenberg. Und die aktuelle Phase ist den Full Set Editing. Nächste Phase ist Kollaboration mit Workflows im Core. Und Phase 4 ist Mehrsprachlichkeit im Core. Das heißt, dann wird eben der WordPress im Core, wie gesagt, also nochmal, nimm ein Plugin. Nimm ein Plugin. Warte nicht drauf, dass der Core das nächstes Jahr dir um die Ohren haut. Es wird halt so sein, dass es halt in ein paar Jahren dann diesen Bereich gibt. Dann ist die Frage, wie er es macht. Das wird noch diskutiert dann, wenn es soweit ist. Eben. Genau, aber
Aber es wird halt quasi Mehrsprachigkeit im Core, wird ein Core-Feature sein, je nachdem, was dann die Zielgruppe von dieser Lösung ist. Wahrscheinlich dann eben also der normale User ist ja die Standard-Zielgruppe von WordPress. Das heißt, das wird eben dann, wird es dann Core-Möglichkeiten geben dafür. Aber wie gesagt, da gibt es noch keine Zeitlinie, weil wir aktuell eben in Phase 2 stecken mit dem Full-Set-Editing und dann eben dann erst danach dann Phase 3 mit Kollaborationen und eben sag ich mal so, wenn du dich vor lauter Core zusammenarbeiten an einem Blogpost mit 10 Leuten können in den Blöcken rumspringen und gegenseitig Sachen editieren, wenn das alles sauber läuft, dann kannst du dir den Kopf machen, oh, wann kommt denn dann Mehrsprachigkeit? Aber bis dahin wird das quasi unübersehbar sein, wenn das drin ist. Entschuldigung, ich habe erstmal dran gedacht, WPML oder Polylang. Du meinst vorhin, ja, Polylang, ja, da ist ja immer alles so pro. Also mein nächstes Experiment wird mit Sicherheit TranslatePress sein, weil ich da im Zusammenhang mit WooCommerce ein paar gute Sachen drüber gehört habe. Die würde ich einfach mal gerne auf den Prüfstand fahren. Aber wie gesagt, das ist so eines der nächsten Sachen, die ich gerne mal angehen würde. Und WPML? Was sagst du dazu? Zu WPML? Packe ich grundsätzlich nicht an. Gefällt mir einfach nicht. Die Art und Weise, wie da die Sprachen organisiert sind, finde ich gruselig. Die Oberfläche jetzt? Nee, auch die Art und Weise, wie es anschließend in der Datenbank landet. Okay. Ja. Stefan, falls du eine Version von uns brauchst, um dir das mal anzugucken, wie das mit Mehrsprachigkeit ist, sag ich. Ich bin ein ganz großer Freund von MLP3, Robert, und ich habe zwei Instanzen, nicht WooCommerce, die da drüber laufen und die machen richtig Sinn und es macht richtig Spaß, mit WPML zu mit MLP3 zu arbeiten. Ist meine bevorzugte Lösung. Ist allerdings auch durchaus am oberen Ende der Preisskala. Das heißt, ich habe auch Projekte, wo das nicht preislich durch die Tür passt. Und da habe ich dann jetzt eben auf Polylang zurückgegriffen. Und wie gesagt, TranslatePress werde ich da mal als Alternative noch ausprobieren. Aber mein Herz schlägt da immer für MLP3, wenn es irgendwie preislich hergeht. Ja, genau. Also das war für uns, also wenn du Feedback hast, sind wir da quasi ganz offen. Falls du sagst, okay, das Feature von TranslatePress, das gefällt mir jetzt ganz toll. Und das, also wenn du da quasi mal auf jeden Fall gerne für Feedback bereit. Also wie gesagt, bereit. Für mich war es halt eben auch jetzt nochmal zu schauen, wie das mit der Auto-Translation, mit der Translator-Anbindung mit der funktioniert. Ich weiß nicht, ob du dabei warst am Anfang, Polylang und Lingotech haben mich nicht komplett vom Stuhl gerissen an ein paar Ecken. Da war viel Pain dabei zwischenzeitlich. Wenn es um einfache Seiten, flache Seiten geht, funktioniert es. Also vielleicht als grundsätzliche Empfehlung, immer erst eine Sprache komplett fertigstellen mit allem, was dazugehört. Mit Bildern, mit Beschreibungen, mit Texten, mit Taxonomien, alles fix fertig machen. Und dann, nur dann die Übersetzungen, die automatisierten angehen, weil ansonsten geht ihr da echt Wassersaufen. Wenn sich dann irgendwo nochmal Sachen irgendwo im Original ändern, was aber hinten schon übersetzt ist, dann fangt er wieder von vorne an ein paar Stellen. Wie gesagt, ein bisschen automatisiert ist es ja. Das heißt, ich sage einfach nur, komm, gib mir eine neue Übersetzung her. Aber wenn ihr dann zum Beispiel sowas habt wie ein Glossar, dass ich bestimmte Dinge mit bestimmten Begriffen übersetzen möchte. Und den Fall hatte ich tatsächlich bei besagter Künstlerin. Die verkauft also Wandbilder, Wall Art. Wenn ich aber Wall Art, Wandbilder, ins Englische übersetzen lasse, dann schmeißt mir Lingotech Murals rein. Also Malereien direkt auf den Putz. Was das aber nicht ist, sondern es ist zum an die Wand hängen des Zeugs. So, und an der Stelle dem das beizubringen, dass er das doch bitte richtig übersetzen soll, das geht, wenn ich da Geld drauf werfe. Und vorher halt eben nicht. Also fange ich dann an, mit dem Search und Replace durch die komplette Datenbank zu marschieren und zu gucken, wo hat er mir denn Murals reingeschmiert und wo kriege ich da Wandbilder draus gemacht. Und da kommt halt eben nicht alles bei raus dann irgendwo. Wahnsinn. Elend. Ein Gedanken, den ich noch habe, ist das so SEO-mäßig, ja? Da hieß es doch dann lange Zeit, ja, mach eine .com, mach eine .de, mach eine .es, mach eine .it. Das hat ja dem widersprochen, dass man so alles in eine Installation haut. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja, aber wie du siehst, ich krieg's ja durchaus hin. Aber jetzt auf Google suchen, ja? Funktioniert? Ja.
habe ich mir jetzt noch keine großen Geschichten draus gemacht, aber du kannst eben bei den Spracheinstellungen festlegen, wie denn zum Beispiel die Sprachversion gebildet werden soll. Und da kann ich halt eben feststellen, die Sprache wird durch die Domains eingestellt. Also, wenn ich com eingebe, kommt Englisch. Wenn ich DE eingebe, Deutsch. Wenn ich die KOKE eingebe, die es auch noch gibt, könnte ich auch noch Swahili auswerfen lassen, wenn mir danach ist. Und Google hat da keine Probleme mit. Es ist ja kein Duplicate Content. Ist ja einmal in der Sprache X und einmal in der Sprache Y. Okay. Und ich kann die auch separat, also wenn ich jetzt mal auf eine Seite gehe, einfach um auch das nochmal herzuzeigen. Also, was nehmen wir denn? Nehmen wir doch einfach die Startseite. Also diese Abstraktion hier mit dem DE vorne dran und dem EN, die habe ich für mich gebaut, damit man irgendwann mal nicht einen Überblick verliert, was welches ist. Ja, gut. Vor allen Dingen dann, ich habe jetzt einen, den ich gerade am machen bin, der hat Produkte, die heißen im Deutschen, im Englischen und im Französischen gleich, weil das festgelegte Begrifflichkeiten sind. Und die dann zu identifizieren und zu verlinken, wenn die alle gleich heißen, entweder weiß ich die ID auswendig, weiß ich normalerweise nicht, oder ich habe mir irgendeine Abstraktion geschaffen, wo dann vorne dran DE steht. Aber, sorry, kannst du nicht oben aussuchen, dass nur deutsche Seiten angezeigt werden? Ja, das kann ich. Aber wenn's, ja, das kann ich mir hier oben einstellen, in der Tat. Ein Blick, er lädt gerade hier. Also da kann ich mir die Sprachen kann ich mir runterbrechen an der Stelle. Aber wenn es jetzt darum geht, hier einen entsprechenden Link anzusteuern, dann wird es halt eben schwierig, weil da würde er mir alles Mögliche anbieten, wenn der Deutsch oder Englisch irgendwie gleich benamst wäre, der Link oder die zu verlinkende Seite. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist das Thema Yoast, SEO. Da kann ich eben völlig separat all die Dinge treiben für die deutsche Version in dem Fall. Oder dann eben, wenn ich hier auf der Seite bin, wo ist mein Pocket LanguageTech Inhaltsverzeichnis? Ah, ne, hier oben ist die Sprache, sorry, da wollte ich hin. Da kann ich halt eben das Gleiche für die englische Version mir separat betrachten und kann da eben andere Begrifflichkeiten, andere Keywords eingeben, die Bewertungen vornehmen lassen, ob da die Links alle passend sind, ob die Keywords oft genug vorkommen, etc., etc. Das ist dann an der Stelle komplett separat. Über Yoast jetzt. Mhm. Ja, über das Yoast SEO. Aber das, denke ich, gilt sinngemäß für alle anderen SEO-Plugins entsprechend. Gut, ja, gut. Weil das sind separate Seiten, ja. Wenn du bei EN und DE im Titel hast, heißt das, dass dein Theme den Titel nicht ausgibt, richtig? Das ist korrekt. Hier habe ich Enable Title, das ist ein WP Astra, was ich als Theme einsetze. Da kann ich mir den wegblenden und habe dann hier meinen H1. Okay. Das ist ja praktisch, wenn die schön getrennt werden, die Sprachen, ne? Ja. Well, sind sie ja einigermaßen. Nicht so schön wie bei MLP3. Ich weiß, was du sagen willst, Robert. Das ist ja nicht ein Feature von, das ist ja nicht ein Feature davon, das ist ja einfach nur ein Multisite. Ich weiß. Aber wie gesagt, ich weiß, es ist aber komplexer für den normalen User. Ich weiß, es ist quasi. Das ist es. Und im Zweifelsfall auch nochmal für das Hosting, was ich mir dazu buchen muss, muss ich auch Multisite mitdenken an der Stelle. Die Anforderungen sind halt einfach nochmal ein bisschen höher. Und nochmal, ein Polylang als solches kriege ich erstmal für umsonst. Am Ende des Tages, wenn es um WooCommerce geht und um ein paar hübsche Funktionen, werde ich dann trotzdem $99 für eine Pro-Version oder Business Suite oder wie das heißt, draufwerfen. Es ist dann aber immer noch das halbe Geld von dem, was ein MLP 3 kostet. Alles gut, nochmal, das soll gerade nicht so klingen, als wenn ich da höre. Nein, das ist ja okay. Das hat halt Vorteil, das Problem ist ein bisschen komplexer als der normale Weg. Und es gibt, wie gesagt, die Lösungen, die es ja auf dem Markt gibt, die sind ja eben für den normalen Nutzer eben total
einfach, ja. Und wir haben auch eine andere Zielgruppe, von daher. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, da, wo es Sinn macht, bin ich immer bei MLP3 dabei. Ich verstehe auch nicht, warum Hostingfirmen für Multisite quasi dann Ballett machen. Ich verstehe das auch nicht, aber ist halt so. Ich habe noch gar nicht gehört, dass das vom Hosting... Nein, das Multisite ist einfach ein bisschen ressourcenfressender als eine normale WordPress-Seite. Es kommt auf die Zugriffe an. Ah. Das ist nur ein bisschen komplexer und deine Standard-Tools im WordPress, deine Standard-Tools fürs WordPress-Hosting haben ein bisschen mehr zu tun, wenn du quasi Dinge machst. So, aber so. Es ist quasi von Performance her... Aber so ein bisschen ein Kick im Hosting hilft schon bei Multisite, wirst du nicht. Ja, also du kriegst es auch auf einem 3-Euro-Hoster zum Laufen. Es ist halt, du kriegst alles auf einem 3-Euro-Hoster zum Laufen. Es macht halt keinen Spaß, wie üblich. Aber es macht halt mit der Multisite noch viel weniger Spaß, als wenn du eine einzelne WP-Seite laufen hast, im 3-Euro-Hoster. Es kommt wirklich auf die Besucher an, die du hast. Also ich habe halt so meine eigenen Seiten laufen halt auf Multisite, aber das kratzt halt den Server nicht, weil es einfach nur, der biegt die halt vorher alle um und da laufen halt extrem wenige Plugins drauf oder gut, da laufen gute Plugins drauf. Gut, ich blogge auch nicht, das hilft auch beim Zugriff vermeiden. Vor allen Dingen, wenn man an die Länge der Blogposts denken würde, die du schreiben würdest. Mhm. Videos. Okay. Ja, weitere Fragen? Also, ich weiß nicht, ob eine Frage ist oder so. Ich kenne MLP3 nicht. Also, ich habe vorher Webcloud, Polylang und TranslatePress benutzt und irgendwann kam dazu, dass man musste Pro kaufen, weil zum Beispiel Polylang war, glaube ich, für 2 Sprachen kostenlos. Danach musste man trotzdem Pro-Version kaufen und irgendwann war ich mit WPML zufrieden. Jetzt, wenn man keine Multisites hat, was ist die Vorteile von diesem MLP3-Plugin? Also, MLP3. Was ich sagen möchte, zum Beispiel mit WPML kann ich alles übersetzen. Also ich kann jede Kleinigkeit bei anderen Plugins auch so übersetzen. Das ist ganz einfach auch für die Nutzer. Es ist benutzerfreundlich. Wenn ich das nicht mache und jemand zum Beispiel ein Benutzer von einer Seite ist, kann er eingehen und das ganz einfach übersetzen. Also wenn du mir Vorteile nennst, wäre ich dankbar. Also. Der Hauptvorteil ist tatsächlich, dass ich die Sprachen wirklich sauber auseinandergenommen habe. Ich habe eine komplette Seite, eine Instanz innerhalb der Multisite, die nur Deutsch spricht. Ende. Und ich habe eine zweite Instanz, die nur Englisch spricht. Und eine dritte, die nur Französisch spricht. Und eine, keine Ahnung, was auch immer du an Sprachen hast. Jedes ist eine einzelne WordPress-Site, die über dem unter dem Schirm der Multisite laufen. Das ist der Hauptvorteil. Was ich eben gesagt habe, hier habe ich durchaus schon mal das Thema, dass wenn ich ein Produkt habe, das sind Kurse, die sind zertifiziert irgendwo, die sind von einem zertifizierten Anbieter und die haben deswegen einen ganz klar definierten Namen. Und dieser Name ist gleich, ob der in Deutsch, Englisch oder in Französisch gegeben wird. Der Titel ist immer derselbe. Und wenn ich jetzt dieses Produkt mir irgendwo auswählen will und darauf verlinken will, dann kriege ich als erstes mal alle 3 Links angezeigt dafür. Für die englische, die deutsche und die französische Version. Und ich muss jetzt raten, welche das ist. In der Multisite passiert mir das nicht, weil da gibt es nur diese eine Version von diesem Artikel, nur von der Sprache, in der ich gerade arbeite. Und macht er auch sauber, wenn ein Artikel mehrere Variationen hat? Was verstehst du unter mehreren Variationen von einem Artikel? Du kannst einen Artikel hinlegen und dann Variationen, zum Beispiel du verkaufst ein Magazin E-Book oder was immer. Ja. Weil da gibt es auch eine Problematik. Also bei anderen Plugins, ne? So. Ja, wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht bei der Lingotech-Übersetzung. Da ist er tatsächlich bei den Varianten in Straucheln geraten. Weil um das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu zeigen.
ich muss im Lingotech ein paar Voreinstellungen treffen, was er wann, wo, wie zu übersetzen hat und wo er gefälligst die Finger davon lässt. Gerade gucken, ich glaube, es ist ein Manage. Also, hier kann ich zum einen festlegen, welche Sachen denn automatisch, manuell oder auch gar nicht übersetzt werden sollen und was davon übersetzt werden soll. Also der Titel, der Slug, der Inhalt, der Exzerpt bei den Produkten eben. Und dann gibt es eben auch noch die Custom Fields. Und da wird es dann richtig unübersichtlich, weil auch da muss ich als erstes mal festlegen. Also zum Beispiel SEO Content Score, den will ich nicht übersetzt haben. Den kannst du vergessen. Brauche ich nicht. Also da habe ich eben bestimmte Strategien, dass er die übersetzt, kopiert 1:1 oder auch komplett ignoriert. Weil den PSEO Content Score, den soll er mir einfach rechnen, wenn er mal den übersetzten Inhalt hat. Da gibt es nichts zu kopieren oder zu übersetzen. Den hat er zu ignorieren. Bei anderen Geschichten, Sidepost-Title, den hätte ich natürlich schon gerne übersetzt. Oder solche Sachen halt. Und da wird es dann halt eben spannend, wenn es darum geht, da die Attribute, die Eigenschaften, aus denen die Varianten zu erzeugen, erzeugt werden, da die richtigen Einstellungen zu treffen mit Translate, das wird dann lustig. Dann kriege ich die zwar übersetzt, die Eigenschaften, aber er erzeugt noch nicht automatisch aus den Eigenschaften die entsprechenden Varianten. Und da wird es dann anschließend sehr anstrengend an der Stelle. Also ich habe zum Beispiel bei dieser Künstlerin, von der ich gesprochen habe, die hat dann von Kunstdrucken zum Beispiel, die sie von ihren Werken macht, die gibt es in verschiedenen Printversionen auf Canvas und Fotodruck und Posterdruck und weiß der Kuckuck oder als Kissen oder als Tasse, wenn du das haben willst. In verschiedensten Größen gibt es dann die entsprechenden Varianten, aus denen die zusammengebaut werden. Und das fliegt dir alles um die Ohren. Hm. Also da hat Lingotech ganz klar Grenzen, was das angeht. Wenn es an Varianten dran geht, nie wieder Lingotech. Und dann gibt es noch ein drittes Plugin, was ich hier jetzt gar nicht drin habe, das dann spannend wird, wenn ich jetzt zum Beispiel, das betrifft jetzt gerade das aktuelle Projekt, an dem ich arbeite, da haben wir noch ein Child-Theme gebaut und haben da entsprechend Custom-Post-Types noch reingebastelt. Damit ich die übersetzt kriege, brauche ich dann auch noch sowas wie ein Loco-Translate. Damit eben auch mein Plugin lernt oder mein Theme lernt, wie die entsprechenden Sprachen anzuwenden sind. Hm. Weil das habe ich in keinem von den Geschichten drin. Ja. Ja, haben wir noch weitere Fragen? Nochmal so ein Hinweis, dumme Fragen gibt es nicht. War jetzt alles auf einem recht hohen Niveau hier. Vielleicht hat noch jemand ein bisschen eine grundsätzliche Frage so zum ganzen Themenkomplex. Eine Frage, aber eine Anmerkung, Stefan, wenn ich das vorhin richtig gehört habe, hast du, wenn jemand mit einem englischen Browser geht, gibst du ihm automatisch US-Dollar. Richtig? Ja. Also ich betreue einen großen Shop und wir haben das, den Fehler am Anfang auch gemacht. Weil jemand aus der ist allerdings europäisch ausgerichtet, der Shop. Mhm. Und jemand, der aus Norwegen kommt oder aus Schweden kommt, der will trotzdem Euro zu sehen kriegen, hat aber meistens einen englischen Browser. Okay, da habe ich aber dann nochmal das Thema, da bin ich vielleicht nicht klar gewesen, wo habe ich es? Multicurrency. Da greift als erstes die Location und nicht die Browsersprache. Okay, gut. Da habe ich tatsächlich die Zuordnung, was kriegt denn Euro? Und das heißt, das greift zuerst. Genau. Mhm, prima. Ich habe noch eine Frage zu
Versand hatten wir ja vorhin, ne? Irgendwie hattest du auch zu Versand gesagt. Also ich habe immer nur so kleine Artikel, die habe ich immer, konnte ich immer für 3,70 Euro in die Welt schicken, egal ob China, USA, also per Brief, das hat gereicht. Jetzt gab es ja über die Post die neue Verordnung, dass man keine Ware drin schicken kann. Ich mache es trotzdem, meistens klappt es, manchmal USA, ganz komisch, kommt es zurück irgendwie. Ganz eigenartig. Wie ist das bei euch mit dem Versand? Die Versandkosten, greift ihr jetzt auf die normalen Kosten zurück? Die sind ja dann europäisch bei 15 Euro, ne? Sowas glaube ich. Ne? USA 30 Euro, wenn man das ganz, also, ganz normal macht jetzt. Bei mir ist es in dem Shop relativ einfach. Ich verschicke nichts. Ich habe eine Buchung. Ja. Ja, es ist eine Dienstleistung, es ist ein virtuelles Produkt und insoweit habe ich diesen Schmerz des Versands und Versandkostenberechnung nicht. Was wir mal machen könnten, Sekunde. So, ich habe das was gemacht, als mit USA ist ja ein bisschen schwierig, weil je nachdem, was man verkauft, zum Beispiel, wenn man Kosmetikprodukte verkauft, darf man nicht mit DHL schicken, DHL verschickt das nicht, dann muss mit UPS eingebunden werden. Und dann muss man UPS-Preise eingeben. Das heißt, du hast eigentlich zwei Plugins und je nach Land sozusagen sollen die Versandkosten greifen. Wie hoch sind deine Kosten bei UPS? Das weiß ich nicht. Also bei UPS musst du ein Partner sein, sonst kann auch 100, 150 Dollar sein. Und du solltest, glaube ich, jährlich, ich weiß nicht, Endprodukte verkaufen, dann kriegst du für 44 Euro Dollar verschickt oder so. Aber das machen meine Kunden. Und wenn du nicht viel verkaufst, dann lohnt sich auch nicht. Also dann ist also der wirklich zu teuer. Ich habe das auch gemacht mit UPS wegen USA. Genau. Und den Vertrag habe ich, das wird, glaube ich, nicht so ernst genommen letztendlich, wie viel Stück da abverlangt werden. Und dann gibt es, ne, 30, 40, 50, 140 Euro. Und ich nehme nur so 5-6 Tage, dann bin ich irgendwie so bei 30, 40 Euro. Ja. Mhm. Aber ich dachte, dass eben, wie ich sagte, das war ja früher alles viel besser mit dem Brief und 3,70, da hat man es reingesteckt und gut war. Ne? Also komm darauf an, was du verkaufst. Wie gesagt, wenn es keine Kosmetik-Beauty-Sachen, dann kannst du auch mit DHL verschicken. Und wie teuer sind die? Oh, das weiß ich nicht. Das gibt eine Tabelle. Das ist ganz normale Versand dann. Das DHL gibt, also du musst mit DHL einen Vertrag haben, also als Businesskunde. Und dann kriegst du die Preise. Allerdings, es ist nicht, die variieren auch, je nachdem, wie viel du verkaufst. Das heißt, monatlich, du kannst du schätzen. Oder die geben dir am Anfang irgendwelche Preise und das kann es ändern. Aber so schlimm ist es nicht. Schlimm also, ich habe hier mal die Tabelle. Also hier habe ich die Tabelle für Deutschland jetzt. Das ist ein Weight-Based Shipping, heißt das entsprechende Plugin. Da kannst du halt für DHL angeben und die Tabellen kriegst du bei denen zum Nachlesen. Also hier ist es, egal wie schwer es ist, wenn einer mehr als 100 Euro für mehr als 100 Euro einkauft, dann kriegt er sowieso versandkostenfrei. Und ab dann alles, was bis 100 Euro ist und dann bis 2 Kilo, bis 5 bis 10 entsprechend die Preise. Und das ist jetzt für Deutschland. Und wenn du dann in die halt hier oben ins Weight-Based Shipping global reingehst, da ist dann der Rest definiert. Also genau. Die DHL-Paketzone. Das musst du alles einmal zu Fuß eintragen und dann hast du es aber eigentlich. Wo bist du jetzt drin? In welchem Shipping? Das ist der WooCommerce Einstellung und Versand. Und da habe ich ein zusätzliches Plugin, das heißt Weight-Based Shipping. Ja. Okay. Kannte ich nicht. Okay. Den habe ich auch. Allerdings, ich habe das Problem, also ich für die US-Kunden sollte nur UPS kommen, wegen den Beauty-Artikeln. Ja. Und ich konnte die DHL nicht einfach so ausschalten. Und weißt du, ob da man, ich weiß nicht, ob du UPS auch nutzt oder nur DHL oder mehrere Versandmöglichkeiten anbietest. Also hier ist ausschließlich DHL in dem Shop. Okay. Aber grundsätzlich, also was ich am Anfang auch falsch gemacht habe, ich hatte nur global alle Zonen festgelegt, inklusive Deutschland. Was dazu führte, dass in der Versandzone Deutschland, wo es halt eben auch noch die Selbstabholung gibt, ich zeige es gerade mal. Kannst du ausschalten.
Ja, nee, die Selbstabholung, wenn ich die einschalte, dann wurde die immer als erstes angezogen, unabhängig davon, dass das Weight-Based Shipping hätte greifen sollen mit Versandkosten frei oder sowas. Was dann blödsinnig ist. Das heißt, an der Stelle musst du es dann tatsächlich nicht global eingeben unter Weight-Based Shipping, sondern hier als Weight-Based Shipping und dann die entsprechenden Sachen in der Versandzone hinterlegen. Mhm. Und das könnte das Gleiche sein mit US. Wenn du in der US-Zone festlegst, es gibt kein Weight-Based Shipping, sondern nur das UPS, und für die anderen Versandzonen definierst du das Weight-Based Shipping separat, dann sollte das eigentlich funktionieren. Werde ich ausprobieren, danke. Sonst kommen alle Versandkostenarten. Genau, sonst, sonst wird immer das Globale hinten dran gezogen. Das war für mich halt eben auch, hau einfach alles rein, hast du einmal die Tabelle fertig, alles ist gut, um dann festzustellen, das stellt dir einen Fuß bei der Deutschen, wo dann eben noch die Abholung mit drin ist. Oder irgendeine andere zweite Versandmöglichkeit. Und wenn wir bei Versandkosten sind, ich meine, das ist die Tabelle, pflegt man händisch sozusagen. Und genau. Es gibt bestimmt Änderungen. Also okay, ich habe eine Kunde gesagt, jeden Monat müsst ihr bei DHL mal abschauen, eure Abrechnung und so die Tabelle pflegen. Aber natürlich, es ist nie unschön. Also gibt es eine Möglichkeit, dass man das irgendwie automatisiert? Nein. Ich fürchte nein, weil das, was Germanized mit der DHL-Anbindung bietet, ist ja nur, dass du die Sachen an das Geschäftskonto von DHL übergibst und damit sozusagen die Versandaufkleber druckst. Aber dass die passenden Frachtraten zurückgeliefert werden, habe ich da nicht drin gesehen. Wäre hübsch, wenn das so wäre. Schade. Ja. Es ist halt immer noch ein Staatsbetrieb. Doch. DHL Staatsbetrieb. So gesinnungsmäßig. Kann ich noch mal was fragen, wenn wir bei DHL sind? Also klar. Also das Programm hat manchmal Probleme, wenn man die Etiketten, man kann auch so Etiketten stapelweise generieren. Also wenn man viele Etiketten stapelweise generieren, irgendwann funktioniert das nicht, weil es wahrscheinlich ist der Memory ist fulllos, was immer. Habt ihr das Problem auch oder könnt ihr da was sagen? Also wenn man 1, 2, 3, 4 nimmt, ist ja okay, aber sobald 20 Stück so gleich stapelweise was generieren möchte, dann das war's. Wird in dem Shop wahrscheinlich eher nicht vorkommen, weil das, wie gesagt, alles Einzelstücke sind, die verkauft werden und die werden halt eben auch nicht in Dutzenden am Tag verkauft. Kann ich leider nichts zu sagen. Und die anderen haben auch keine Erfahrung damit? Nein, die anderen Shops, die ich habe, sind auch virtuelle Güter, da kommt Versand im Prinzip auch nie vor. Also ich habe mal was gehört, ich bin da bei Facebook bei so einer Amazon-Gruppe, da, wo ich öfter mal reinlese und da habe ich schon solche Probleme gehört, wie du das schilderst. Aber auskennen tue ich mich damit nicht. Ja, wenn wir jetzt keine großen weiteren Fragen noch haben, dann würde ich vorschlagen, würde ich die Aufzeichnung mal beenden. Stefan nickt. Dann gehe ich hier unten auf Aufzeichnung beenden.